Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 16. März 1932. Heute vor 90 Jahren wurde Kurt Diemberger geboren. Bergsteiger, Fotograf und Filmemacher. Peter Meyer-Hüsing. Wenn heutige Alpinprofis durch die Eiger Nordwand in knapp 3 Stunden hetzen und es überall Speedmeisterschaften im Klettern gibt, wirkt Kurt Diemberger mit seinem Motto »Wer langsam geht, geht gut und wer gut geht, geht weit« etwas aus der Zeit gefallen. Für mich ist das unsinnig. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja? Denn nur um der Schnellste zu sein, dafür brauche ich nicht am Berg zu gehen, da kann man woanders auch rennen. Der Kärntner Diemberger gehört in den 50er und 60er Jahren zu den stärksten Alpinisten weltweit. Seine Bergfaszination beginnt früh, zu seiner Gymnasialzeit in Salzburg, als er im Schotter der Salzach nach Versteinerungen und Kristallen sucht. Und da habe ich mir gesagt, ich will dorthin gehen, wo die herkommen. Und so bin ich höher und höher hinaufgekommen und eines Tages stand ich auf einem Gipfel. Das war der Anfang meines Bergsteigs. Und bald sieht man ihn in den schwersten Alpenrouten, am extremen Fels, genau wie in eisigen Nordwänden. Die Szene wird aufmerksam auf den jungen Österreicher und er erhält 1957 mit nur 25 Jahren die Einladung für eine Expedition. Es geht um die Erstbesteigung eines 8000ers des Broad Peak im Karakorum. Sie sind nur zu viert, alles Österreicher, und sie haben Erfolg. Wir waren die erste Expedition, die nicht nur ohne Sauerstoffgeräte, sondern auch ohne die Hilfe von Hochträgern als kleine Mannschaft einen 8000er erst bestiegen hat. Nur 3 Jahre später ist Kurt Diemberger Teilnehmer einer großen internationalen Expedition nach Nepal. Ihr Ziel, die Erstbesteigung des 8000ers Daulagiri. Die Expedition gelingt, alle Teilnehmer erreichen den Gipfel und Diemberger ist damit der einzige lebende Alpinist, dem 2 Erstbesteigungen von 8000ern glückten. Das Fernsehen porträtiert den nun prominenten Bergsteiger, der immer noch sein Geld als Lehrer verdient. Nach diesem Erlebnis und dem großartigen Erfolg hatte der Diplom-Handelslehrer Kurt Diemberger nicht mehr die geringste Lust, jeden Morgen in die Schule zu gehen und nachmittags Hefte zu korrigieren. Aber diese Geschäftsbriefe, diese Buchhaltung, nach 3 Jahren schon habe ich gewusst, Kurt, hier wirst du nicht alt. Diemberger wird nun Bergführer, er schreibt Bücher und hält Vorträge über seine Erlebnisse und beginnt am Berg zu filmen. Erst als Autodidakt, dann bald auf professionellem Niveau. Es gelingen ihm als Ersten Bilder an den höchsten Gipfeln, etwa am K2 oder am Everest. Die Sonne spielt. Kringel, blitzende Sterne aus Licht, Strahlen, die die Augen in einem Wirbel von Bewegungen blenden. Ein Wirbel, der offenbar kein Ende nehmen will. Zum Gipfel des Everest hatte ich eine Bell & Howell, eine ganz leichte, wo man 16 mm Magazin reinschiebt. Aber das hat nur 1,5 Minuten gebraucht, dann war es schon aus. Wie alle bekannten Alpinisten musste auch Diemberger die Frage nach dem Warum seiner manchmal riskanten Passion beantworten, die ihn selbst einige erfrorene Fingerglieder kostete, er aber auch enge Freundinnen und Freunde durch Unglücke am Berg verlor. Denjenigen, den du da verloren hast am Berg, der hat dort droben doch sein Leben, seine Träume erfüllt. Wenn der das nicht hätte realisieren können. Was wäre denn das für ein Leben, wo du deine Träume nicht realisieren kannst? Die hohen Gebirge hat Kurt Diemberger schon lange nicht mehr besucht. Er lebt in den Hügeln nahe Bologna, aber der Gang bergab zum obligatorischen Nachmittags-Cappuccino gehört nach Möglichkeit dazu. Vielleicht auch heute an seinem 90. Geburtstag. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.